Also Leute, ich fahre jetzt in den Urlaub. Der hat mich sehr, sehr müde gemacht. Bald kommt eine neue Nanny und sie wird sich die ganze Woche um euch kümmern. Ciao, ciao, ciao. Als ob es uns egal wäre, dass er geht, Freunde. Ja, Alter. Wir hatten bereits eine Nanny-Soldatin, eine Nanny-Hexe. Als ob es das interessiert, Alter. Ich frag mich wirklich, wen wir diesmal bekommen. Es spielt keine Rolle, was das Kindermädchen sein wird. Wer auch immer sie ist, wir werden ihr auf die Nerven gehen, okay? Alles klar, wir werden das Haus zerstören. Ja, und wir werden alle auf uns allein gestellt sein. Oh, perfekt. Also können wir alles machen, was wir wollen. 20 Minutes later. Also Leute, um das Kindermädchen bestmöglich zu begrüßen, machen wir einen kleinen Streich. Also schaut zu, Leute, das wird gut werden. Wir werden diese kleinen Kugeln hier zerstreuen, damit das Kindermädchen, wenn es hereinkommt, ausrutscht und sich voll hinmault, Alter. Stell dich das vor. Und dann, wenn sie schon hingefallen ist, wird sie versuchen aufzustehen. Und sie will sich an diesen Seil festhalten. Wenn sie danach greift und daran zieht, ergießt sich einen ganzen Eimer Kakao auf sie, Alter. Stell dich das vor. Und dann, wenn sie einen Kakao gebadet hat und nichts sieht, wird sie sich etwas schnappen und aufstehen wollen. Yeah. Und es wird wahrscheinlich diesen Knopf drücken hier. Ganz aus Versehen wird sie darauf drücken. Und dann geht der Ventilator an und ihr werdet diese ganzen Federn direkt ins Gesicht fliegen. Das wird sehr lustig. Es wird sehr cool. Ich kann es kaum erwarten, bis sie kommt, Jungs. Hä? Was los? Simon, du bist echt der Klügste von uns. Richtig, richtig. Jetzt warten wir also auf die Nanny. Alles klar, lass uns warten. Ja, los, Jungs, los. 1 hour later. Simon, hörst du das Kindermädchen kommen? Gießen wir Kakao hinein. Alles klar. Öffnen und reingießen. Komm, Alter, ja, schnell. Ja, hier, nimm das. Leute, das machen wir, damit sie ausrutscht. Dimon, die Falle ist bereit. Mach dich bereit, Alter, los. So, jetzt müssen wir die neuen Kugeln auf den Boden legen. Na, damit sie ausrutscht, alles klar? Ja, los, komm, los. Wir brauchen noch mehr davon. Komm, damit sie ausrutscht, Alter, damit sie hinfällt. Ja, Dimon, was für ein Streich. Wir lachen so viel, Alter, und danach lachen wir noch mehr. Die Nanny geht bestimmt wieder weg. Ja, ja. Mal sehen, Odysseus, jetzt geht's los, Alter. Bist du bereit? Es ist offen, komm rein, komm rein! Guter Streich. Bravo, Jungs. Wir werden eine gute Zeit zusammen haben. Wir werden die ganze Woche zusammen sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, was war das, Alter? Wer ist das, Alter? Leute, habt ihr gesehen, wie groß er ist? Der ist ja wie ein Berg. Oh, Leute, wir werden es nicht genug finden. Leute, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit wir noch mehr verrückte Videos über Nannys drehen können. Leute, lasst uns eine Challenge für 1.000 Euro machen. 1.000 Euro. Welche Challenge das? Wir haben einen riesigen Babysitter. Ja, Dämon, definitiv, Alter. Wer ihn zuerst ärgert und aus dem Haus wirft, gewinnt 1.000 Euro. Seid ihr dabei, oder was? Ja. Oh, gute Idee. Ja, wir müssen einen Streich spielen und ich habe eine gute Idee. Komm schon, Dämon, was ist deine Idee, Alter? Erzähl mal. Ja, jetzt wird sich unser Kindermädchen waschen gehen und sein weißes T-Shirt in die Waschmaschine werfen, um es wieder sauber zu machen. Und schaut, was ich machen werde. Schaut her. Du schaffst das, Manolis. Du schaffst das. Wenn denn nur keine Kakerlaken mehr. Ich habe so große Angst vor ihnen. Jetzt wird unser Kindermädchen sich waschen gehen und sein weißes T-Shirt in die Waschmaschine werfen. Und ich gieße hier rosa Klarspüler rein. Und da ihr ein weißes T-Shirt trägt, wird es dann rosa sein. Also schaut her. Großartig, Leute. Wir haben es reingegossen. Also schließen wir es und jetzt werde ich mich verstecken. Wir werden so lachen mit euch. Also, bald kommt das Kindermädchen rein zum Waschen, weil er total dreckig ist. Und sobald er badet, habe ich eine Überraschung für ihn vorbereitet. In der Zwischenzeit verstecke ich mich. Alles klar, das wird richtig lustig. Hier einfach nicht rein. Ich nehme diesen Stuhl und setze mich hin. Wenn er mich nur nicht gesehen hätte. Ha,
Also Leute, während er sich wäscht, ja, da wird es Zeit für einen neuen Streich, okay? Ich habe Shampi hier und ich werde es ihm die ganze Zeit über den Kopf gießen, okay? Und er wird denken, dass das Shampoo auf seinem Kopf nie aufhört, okay? Das wird richtig lustig, Leute. Was noch? Was ist denn los? Was ist denn das? Warum? Also, unsere kleine Nanny wäscht sich gerade und bald wird sie ein Handtuch brauchen. Und hier haben wir noch einen Streich, Leute. Hier habe ich etwas Farbe und ich werde es jetzt direkt auf Handtuch schmieren. Also schaut her, direkt aufs Handtuch. Großartig, Leute. Ich habe die ganze Farbe da reingedrückt. So, jetzt falte ich das Handtuch und leg's zurück ins Badezimmer. Los, lasst uns gehen, Leute. Sehr gut, aber bloß nicht laut sein. So, wir legen es hier ab und jetzt gehen wir ganz leise. A few inches later. Oh, war gut. Was? Was ist das? Oh, ich bin blau. Sieht aus wie ein Avatar. Ich wollte immer ein Avatar sein. Okay, schau mir mal, schau mir mal. Schau mal, wie mir ähnlich sieht. Sehr gut, Jungs. Sehr, sehr gut. Ein toller Streich. Hat mir echt gefallen. Was, toller Streich? Hat es ihm etwas gefallen? Ja, das hat er gesagt. Lass mal sehen, was da passiert, wenn er sein rosa T-Shirt sehen wird. Oh, was? Rosa? Ja, ich mag rosa. Gute Farbe. Dämon, er wurde auch danach nicht wütend. Ich weiß das. Wir müssen uns dringend etwas einfallen lassen. Etwas Härteres. Finden wir es heraus, Alter. One hour later. Also, Leute, wir müssen uns irgendwas einfallen, um dieses Kindermädchen verrückt zu machen. Oh, mir fällt einfach nichts ein, Alter. Oh, der Babysitter! So, es ist Zeit, trainieren zu gehen. Oh, habt ihr die Hände gesehen? Ich werde mich fertig machen und dann geht's los. Leute, ich denke, jetzt ist der perfekte Moment gekommen, um ihn einen Streich zu spielen, Alter. Oh, Leute, ich hab ne Idee. Was hast du denn Idee? Was ist deine Idee? Mal mit. Los geht's. Komm, los, los. Wow, schaut mal, Leute. Dieser Mann, er ist einfach 2 Meter. Und schaut dir seine Schuhe an, welche er trägt im Vergleich zu meinen, Alter. Leute, zieht euch mal diesen großen Unterschied rein, Alter. Schaut euch das an, die sind riesig. Das ist schon okay, Dämon, Alter. Dieser Mann ist mehr als 2 Meter groß, Alter. 2 Meter. Okay, Leute, genug geredet. Es wird Zeit für einen guten Prank. Ja, komm. Lass uns mal das Öl hier verschütten. Oh, das sieht, du bist einfach großartig. Lass ihn, Alter. Lass ihn noch einen Streich spielen. Los. Super, Alter. Jetzt geht er runter. Mal sehen, was passiert, Alter. Das wird richtig geil. Bravo, Odyssey. Oh, es ist Zeit zum Trainieren. Das ist cool. Ja. Oh, mein Rücken. Aber mir geht schon wieder besser. Ich verstehe. Er ist voll seltsam, Alter. Wieso ist er nicht böse auf uns? Ich bin erst das Daddy, Alter. Lerne von mir, Alter. Schau und lerne, Alter. Was ist denn das für eine Technik, hä? Welche Art von Technik, hä? Schau dir mal meinen Bizeps an, Alter. Leute, ich habe hier Sekundenkleber. Schau, welche Übung ich mir ausgedacht habe. Lass es, Ben. Ich werde es dir beibringen. Nicht, das ist super. Leute, schaut, was ich hier vorbereitet habe. Also, kommt her. Los, ich gieße die Schokoladenpaste auf das Tablett hier, damit er aufsteht und hinfällt, direkt mit dem Gesicht in das Tablett fliegt und wird dreckig werden. Gut, Leute, das wird voll lustig werden. Und Leute, wenn euch unser kleines Witzchen gefallen, abonniert uns unbedingt, damit ihr sie immer als Erste sieht.
fertig. Was ist passiert? Was, Kleber? Was? Ich mag Nutella. Was? Er wurde überhaupt nicht wütend, Alter. Wie ist das möglich, Alte? Wir machen echt irgendwas falsch. Zeit fürs Mittagessen, Leute. Kommt, ich koche euch was. Aber zuerst muss ich mich waschen. Later. Wie das lecker riecht. Also Leute, während der kocht, sollten wir uns einen Streich einfallen lassen, aber einen richtigen, okay? Ich stimme dir vollkommen zu. Wir müssen versuchen, ihn zu verärgern. Ha, ich hab ne Idee. Wow, hier die Mon, nimm es. Hier, oh, danke. Danke. Bitte. Tut mir leid, werden wir denn gar nichts trinken? Ja, genau, Leute. Ich komm gleich wieder. Schaut mal, was ich gleich machen werde. Nun zeig mir, was du kannst, Alter. Wir wissen nicht, wir wissen es nicht. Schaut mal, das werde ich in seine Nudeln tropfen. Wir brauchen wirklich nur 3 Tropfen und dann wird er sofort aufs Klo rennen. Klein oder groß, hä? Na, ganz schön groß. Also, 3 Tropfen. 1, 2, 3. Ist es mir egal. Einfach alles ausschütten. Setz dich, ich komm schon. Und ich habe eine Idee, Jungs. Ich werde es auf einen Stuhl schmieren, damit er kleben bleibt, okay? Hier wird er sitzen bleiben, Alter. Gut, alles fertig. Los, schnell hinsetzen, Alter. Und ich habe eine Idee. Ich werde kochen gehen. Wo ist Simon? Simon ging raus, oder? Odysseus? Ja. Okay, guten Appetit. Danke. Danke. Also Leute, wir machen jetzt den verrückten und kniffligsten Streich der ganzen Welt, Alter. Schaut mal, was ich machen werde. Also so, so, das jetzt, hoppa, so, sehr gut. Und hier noch ein bisschen. Also Leute, wie ihr gesehen habt, habe ich hier alle Löcher versiegelt, nur nicht durch Wasser abfließen kann. Sehr bald werde ich erklären, warum. Zuerst wisst ihr, dass das Kindermädchen auf die Toilette gehen wird, also passt auf. Alles gut, ich bin zurück, Leute. Guten Appetit euch. Guten Appetit. Was ist los? Was ist los? Mein Bauch. Alter! Was ist los? Leute! Was? Großartig! Okay, und ich werde nach unten gehen. Also Leute, es ist soweit. Wie ihr euch erinnert, ich habe alle Löcher geschlossen, aus denen Wasser durchkommt. Und jetzt schließe ich hier die Toilette. Und oben, wo jetzt das Kindermädchen ist, wird es eine ganze Fontäne von Kacke geben. Also schaut her, Leute. 1, 2, 3. Los. Was ist los? Was ist in diesem Haus los? Ich kann nicht mal auf Toilette gehen. A few moments later. Leute, jetzt schaut der Fern, Alter. Und ich hab hier so eine große Spinne, Alter. Richtig geil. Und ich hab so eine Kakerlake. Und ich, Leute, ich habe eine echte lebende Maus. Leute, jetzt bin ich an der Reihe. Maus! 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 Odyssee hat heute eine Feier, Leute! Wir sind im Lablatus gekommen, um ihm das beste Spielzeug zu kaufen! Und wir kaufen nicht nur ein Geschenk, sondern viele Geschenke! Lasst uns reingehen und ganz viele Spielsachen kaufen! Los geht's! Los! Ich nehme mir so ein Popfeuer-Odyssee, Leute, weil er das sammelt. Dann nehme ich noch das hier und ich nehme auch noch dieses riesige Pop, Leute. Oh, es ist wirklich cool. Und jetzt gehen wir zur Kasse. Leute, ich kaufe eine Gaming-Maus und Gaming-Kopfhörer für Odyssee, weil er Videospiele über alles überhaupt liebt. Okay, ich denke, ich bin fertig. Ich gehe zur Kasse. Leute, ich habe eine Menge Bettspiele mitgekommen. Ich will Odyssee auch diese coole Nerf schenken. Lass uns zur Kasse gehen. Leute, hallo! Lasst uns bezahlen! Okay. Los, leider!
Ich habe nur 5 Euro. Was meinst du damit? Was meinst du? Du hast nur 5 Euro mit? Also gut, holt eure Brieftaschen raus, lasst uns alle zusammen bezahlen. Na los, Leute! Oh Mann, ich habe doch gar nichts, Raffario. Leute, ich glaube, ich habe auch nichts. Was machen wir jetzt, Raffario? Ohne Geld geht nichts. Vielleicht sucht ihr nach einer Arbeit. Es gibt eine Anzeige an der Tür. Was für eine Anzeige? Schauen wir uns das mal ja, an. Ja, gehen wir. Wow, Leute, zieht euch mal diese Anzeige hier ran. Das Geschäft sucht nach einem Wachmann. Genau, was ich brauche. Was gibt's noch? Also, dieser Täter wird hier gesucht. Ich schätze, derjenige, der ihn fängt, bekommt dafür ein Geld. Wie viel? 20 Euro? Vielleicht sogar 50, Raffario. Ja, vielleicht fragen wir dann besser. Fragen wir nach dem Job. Ich habe gerne als Wachmann gearbeitet. Wir gehen und fragen. Los geht's. Herr Sotiris, brauchen Sie wirklich Wachmänner? Ja, wir suchen Wachleute für den Laden. Können wir drei alle zusammenarbeiten? Ja, ihr könnt alle zusammenarbeiten, aber ihr müsst stark, ernsthaft und professionell sein. Ja, ich genauso. Das passt uns sehr gut. Großartig, wann könnt ihr anfangen? Jetzt. Wir können sofort jetzt anfangen. Ja, ich habe eine Frage. Was ist denn die Belohnung, wenn wir den Täter fangen? Die Belohnung ist 1000 Euro extra. Ja, 1000 Euro. Dann können wir alle diese Spielzeuge kaufen. Alle. Dann geht, Leute, und macht euch bereit. Ja. Komm schon, gehen wir. A few moments later. So, wir sind bereit! Großartig, macht euch sofort an die Arbeit! Also Jungs, es kann richtig losgehen! Komm, wir fangen jetzt an! Oh Leute, schaut mal, da kommt ein Kunde rein, wir müssen ihn untersuchen! Nur eine Minute, ich werde sie jetzt abchecken. In Ordnung, es ist gut, sieh doch rein. Und wo sind die Legos? Woher soll ich das wissen? Ich bin ein Wachmann, zieh dir das doch an! Okay. Okay, warte mal. Nicht bewegen. Bleib stehen. Hopp. Dreh deinen Kopf, nimm deinen Hut ab. Schnell. Schau mal. Das bist du. Oh, Entschuldigung. Das ist mein Job. Was ist hier los? Du hast mich erschreckt. Was ist hier los? Ich mache einen Job. Das ist eine erste Sache. Den Diebe gibt es überall. Überall gibt. Oh, ich verstehe. Mit diesen Leuten stimmt etwas nicht. Oh, Leute, was für ein Job! Sitzen, entspannen, Klimaanlage, Selfies mit meinem Handy machen, Zeit cool verbringen, das ist der beste Job, den ich je hatte! Leute, es ist einfach fantastisch! Ach, egal, ich mach lieber ein Selfie! Oh, Leute, wie hübsch ich bin! Was für ein hübscher Mann! Ich verstehe es selbst, Freunde, ich bin hübsch! Leute, das ist ja ein vollverdächtiger Typ, da hinterher! Halt, was hast du denn da bitte? Was meinst du denn? Das ist mein Handy. Was für ein Handy, Alter? Was laberst du? Komm her, Alter. Raffario, komm her. Fass ihn. Na! Gefunden! Ich hab es! Das Bild ganz dringend! Wer schreit da rum? Was ist da los? Was ist los? Was? Was ist? Was passiert? Es ist doch TikTok! Was für ein TikTok? Siehst du nicht, was bei Raffario passiert? Ah, was passiert? Mann, ich muss besser aufpassen! Was macht ihr? Ich wollte nur ein Spielzeug kaufen! Ja, hier wollte jeder ein Spielzeug kaufen! Los, lass uns mal checken, wen wir hier haben. Mal sehen, vielleicht ist er der Kriminelle. Ja. Ich denke, wir haben den Richtigen. Ich glaube, das ist er! Lass mich in Ruhe! Ihr seid verrückt! Hilfe! Was ist hier los? Was hier los ist? Wir machen unseren Job! Er sieht aus wie der Täter! Leute, das ist unmöglich! Hier ist ein Laden und das ist ein Kunde! Ich wollte nur ein Auto kaufen und das alles deshalb? Keine Sorge, wir machen nun unsere Arbeit gut und mit Würde. Herr Sotiris, Sie sollten uns eine Gehaltserhöhung geben. Mit so einem Verhalten werde ich euch einfach feuern. Ihr werdet nicht mal einen Euro bekommen. Oh, Herr Sotiris, Entschuldigung, was sollen wir tun? Der Käufer kauft und ihr schaut nur einfach zu. Sehr, sehr vorsichtig. Vorsichtig? Ah, ja, das stimmt. Ja, Herr Sotiris, machen Sie keine Sorgen. Later. Leute, vielleicht trägt er eine Perücke. Ich muss ihn mir ansehen. Ich finde sie sehr verdächtig. Was für schöne Autos es in Blabla Toys gibt. Seid vorsichtig. Sie sagte, sie mag das Auto. Pass auf, sehr vorsichtig. 1 hour later. Verstanden. Was für coole Autos, Leute.
Hier, was hast du denn da? Hol es raus, hol es raus! Das ist mein Handy. Okay, okay. Du sollst nur eins wissen. Ich bin das Gesetz diesen Ladens und die Augen. Naja, natürlich. Ich muss mich wirklich vergewissern. Oh, ich fress dich jetzt auf! Ich fress dich jetzt auf! Oh, was ist das für ein roter Knopf? Oh mein Gott, was ist das? So cool! Wow, wie schön! Oh mein Gott, was ist los? Was ist jetzt wieder schon los? Warum wurde der Alarm ausgelöst? Oh, es ist, als wären wir in einer Disco und nicht bei der Arbeit. Lasst uns ein bisschen tanzen. Pum, 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 yeah. Oh, oh. Der Alarm, warum ist der ausgelöst worden? Stars, was? Warum ist der Alarm los? Was ist passiert? Alarm? Ich habe jetzt gerade die Musik angemacht. Welche Musik? Das ist ein echter Alarm. Geh zur Seite. Oh, schade, Musik ist zu Ende. Du musst endlich ernst werden. Das ist ein Geschäft. Der Alarm ist ernst. Okay, okay. Oh, was ist das? Was? Cool. Raffario, was machst du denn da? Steh auf, ich werde dich untersuchen. Komm schon, untersuche. Komm her. Nein, du hast nichts. Oh. Ah, hier, deine Uhr. Hier. Oh, noch ein Mann? Seid ihr normal? Was macht ihr denn da? Kontrolle gehört vor allem, Herr Sortierer. In Ihrem Laden wird jede Sekunde alles kontrolliert. Und so. Hey, soll ich dich auch mal abchecken? Komm her. Leute, seid ihr etwa dumm? Was? Wie dumm? Nein, wir meinen es jetzt, ja. Herr Sortierer. Es reicht. Schluss. Ist unsere Arbeit vorbei? Und wann gibt's Kohle? Folgt jetzt mir. Und zwar sofort. Hier stehen bleiben, einer schaut in diese Richtung und der andere in die andere Seite. Und was machen wir jetzt? Was ist denn das für ein Job? Einfach schauen. Immer hier stehen bleiben und einfach schauen. Okay. Dann schauen wir einfach. Leute, ich bin müde und ich will ein bisschen schlafen. Raffario, hörst du? Ja, ich höre dich sehr gut. Sag mir, was ist das los? Hör zu, ich muss mal auf die Toilette. Sobald du das gesagt hast, musste ich auch in die Toilette gehen. Was soll ich tun? Oh, mit wem habe ich mich angelegt? Raffario! Was willst du? Ich bin hungrig! Ja, ich kann dich sehr gut hören, ja! Raffario, der hat einen größeren Bauch als du. Warum trägt er eine Maske? Warum trägt er eine Maske? Weil er ein Dieb ist. Los, Raffario. Raffario, komm schon. Hier, schneller. Hier, und. Komm. Was ist passiert? Warum liegt ihr auf dem Boden? Habt ihr nicht gefangen? Nein, Herr Direktor! Wie läuft's denn so? Seid ihr normal? Warum habt ihr nicht gefangen? Ja, irgendwas ist schiefgelaufen. Jemand hat uns die Schnürsen gebunden. Was gestohlen wurde, müsst ihr selber bezahlen, verstanden? Oh, Freunde! Okay, ich bin da weg. Ich komme morgen zurück. Sorgt dafür, dass es nicht mehr passiert, sonst wird's schlimm. Auf Wiedersehen, Herr Sotiris. So, auf Wiedersehen. Raffario, was sollen wir jetzt machen? Und dass er weg ist, stimmt? Und wir werden jetzt in diesem Ladenspielzeug spielen. Komm schon, wir müssen uns befreien. Komm schon. Oh, Leute, seht mal, wie viel Zeug ich habe. Woher hast du das alles? Aus Blabla Toys Laden, da arbeiten ein paar Sicherheitsleute, die total dumm sind. Ich denke, wir sollten zusammen mehr Spielzeuge stehlen gehen. Ja, lass uns gehen. Komm schon, Dimon, gut. Dass wir selbst den Laden sehen, können wir tun, was wir wollen. Ein Wachmann schläft wie immer. Ja, tun. Worauf warten wir noch? Lass gehen, wir entfesseln ihn. Leute, jetzt haben wir den ganzen Laden in der Hand. Wir können stellen, was wir wollen. Ja, los geht's.
Holt noch mehr Spielzeuge! Noch mehr Spielzeuge! Was ist passiert? Warum bin ich gefesselt? Was ist los? Oh mein Gott! Einbrecher sind in ihm an. Was kann ich jetzt machen? Dimon Raffario! Dimon Raffario! Oh, ich warte. Ja, Stas, was ist passiert? Ich hab Diebe hier! Sie sind in der oberen Etage! Schnell, Hilfe! Ich bin gefesselt! Beeilt euch! Komm schon, Dimon! Ach, wir machen noch besser! Wir machen verschiedene Streiche für diese Jungs! Ja, wir werden ihnen auch einen Streich spielen und sie gleichzeitig verhaften! Lasst uns noch etwas holen, schnell! Ja, los! Also, Raffario, hör mir ganz genau zu. Wir gehen hin und tauschen die Körbe aus, damit sie denken, dass sie nur fehlen, Mann! Oh, da ist ein Geist hier! Ja, voll gut! Wow, was ist das? Warum ist unser Korb leer? Leute, haben wir ihn nicht aufgefüllt? Das spielt keine Rolle mehr. Füllen wir ihn wieder bis oben hinauf. Lasst es uns noch einmal machen! Ja, schau mal, sie wecken nicht aus, Lippen. Komm schon, mach. Los. Was? Wie war das nochmal? Leute, ist dieser Ort verflucht? Oh nein, schau, ein Roboter. Es reicht, Leute. Lassen wir das Spielzeug hier. Holen wir uns das teuerste Auto und verschwinden wir von hier. Na los. Ja, auf geht's. Hast du gehört, Raffario? Sie wollen das beste Auto nehmen und sofort losgehen. Also, wir nehmen den Aufzug, denn sie haben die Treppe hochgenommen. Und du und ich, wir werden sie zuerst kommen und fangen. Ja, los geht's. Geht's hier schnell. Raffario, das ist hier die allerbeste Karre. Wahrscheinlich wollen die Einbrecher sie auch klauen. Nicht wahrscheinlich, sondern definitiv. Also Leute, schaut mal her. Ich habe hier so einen super heftigen Kleber. Du, Raffario, gehst die Treppe hinauf und gießt in die Eingangstür etwas Öl auf den Boden, okay? Du bist sehr klug, Wahrheit. Geh, du wirst es verstehen. Also Leute, jetzt werde ich Kleber auf die Steine auftragen, an denen sich die Räuber an die Hände festhalten sollen. Großartig, Leute, wir sind bereit. Jetzt müssen wir uns nur noch verstecken. Leute, ich habe hier Öl. Ich werde es auf den Boden schütten. Und wenn die Diebe kommen, werden sie darauf treten und ausrutschen, damit sie fangen können. Sie werden hier fallen und werden sie sofort fangen. Hier ist es, das teuerste Auto. Nehmen wir es. Gehen wir nach oben, Leute. Beeilt euch schneller. Wir haben euch, Leute! Oh, das sind Diebe! Oh mein Gott! Was ist los mit dir, Star? Ich weiß es nicht! Ich bin so aufgewacht! Oh, die Polizei ist da! Jetzt kommt ihr alle ins Gefängnis! No! Was ist hier denn los? Zieht das aus! Hallo! Wo sind wir denn, die Jungs, überhaupt? Wir waren gestern im Meer, sind geschoben und irgendwie sind wir jetzt hier gelandet. Und was ist das für ein Ort? Ich verstehe das nicht. Hier ist alles überhaupt aus Pappe. Lass uns diesen Ort erkunden und sehen, was hier... Ja, komm schon. Ja, ich bin einverstanden. Lass uns doch mal gehen. Ja. Das ist nur eine leere Kiste. Oh, was ist das? Sieht aus wie eine Tür. Lass mich sie öffnen. Odyssee! Was ist passiert? Oh mein Gott, der wurde von einem Monster gefangen, Iman! Ja, wir müssen irgendwelche Waffen finden, damit uns dieses Monster auch nicht erwischt! Ja, Iman, du hast recht, ich habe Angst! Wir sollten auf jeden Fall eine Waffe finden! Such mal, Iman! Wo könnte das sein? Was ist da? Ein Paddel! Ja, wir brauchen Licht! Und was ist das hier? Oh, eine Schwimmmaske und Knochen? Oh mein Gott, was ist das für ein Ort? Ich habe Angst, oder? Hier ist jemand gestorben! Ah, weg von mir! Pfui! Stas! Mach dir keine Sorgen, ich habe eine Waffe gefunden. Oh mein Gott, Dimon, die werden wir bestimmt brauchen. Ich sehe mal nach, was ich hier habe. Hoppa, was habe ich hier? Walkie-talkie, geil. Fang, Dimon. So ist das, wenn wir uns verlaufen, dann können wir uns kontaktieren. Ja, Dimon, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Schauen wir mal, was es noch hier gibt, Freunde. Oh, Freunde, da sind Würmer. Jemand muss sie zum Fischen vorbereitet haben. Ich glaube, die können wir auch gebrauchen. Meinst du nicht? Ja, nimm das alles mit. Ich hoffe, wir können damit endlich herauskommen. Ich nehme alles mit. Nimm alles. Und jetzt, was haben wir hier? Fischfutter. Und das kann auch nützlich sein, nicht wahr? Ja, es wird sicherlich nützlich sein, denn wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist. Ja, du hast recht. Ich schüttle ein bisschen meine Tasche. Ist das gut? Ja, nimm. Ja, was ist denn das hier? Oh,
Das sieht aus wie eine Waffe. Und was ist für ein Zeug da drauf? Nimm es das. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Aber einerseits, was ist, wenn es da riesige Monster gibt? Und es könnte viel nützlich sein. Nee, ich glaube nicht, dass wir dieses Zeug mitnehmen. Ja, ich glaube, diese Waffe wird reichen, Niemann. Ja, erst das. Und was sollen wir jetzt machen? Komm, sag es mir. Bevor wir weggehen, Niemann, müssen wir irgendwelchen Hinweise finden, ja. Ha, du hast recht. Wir wissen nicht einmal, wo wir jetzt sind. Also lass uns nach Hinweisen suchen. Ja, ja, okay. Ich sehe mal nach, was da hinten ist. Ah, Niemann. Was? Schau mal, was ich gefunden habe. Lass es uns anschauen. Oh, das ist ein Video. Drück mal auf Play. Okay. Wer dieses Video anschaut, sollte wissen, dass ihr euch in einem Unterwasserlabor befindet, in dem geheime Experimente durchgeführt werden. Wir haben eine Flüssigkeit erfunden, die Menschen in Meeresmutanten verwandelt. Und da es eine Panne im System gab, sind die Mutanten wahrscheinlich immer noch da und draußen. Hast du gehört, was er gesagt hat, Niemann? Jetzt fange ich auch etwas zu verstehen. Ja, das ist weiter. Das hat schon. Lange Zeit im Labor zu sein, ist sehr gefährlich. Ihr sollt vorsichtig sein, weil sich wahrscheinlich die ganze Mannschaft in Meeresmutanten verwandelt hat. Wenn ihr euch dieses Video gerade anseht, müsst ihr euch beeilen, denn ich habe mich wahrscheinlich auch in einen Mutanten verwandelt. Und zwar schnell. Wir sind also nicht nur wegen dem Mutanten, sondern auch wegen der Luft. Ja, Niemann, das bedeutet, dass diese Mutanten uns hier entführt haben. Wir müssen hier raus, ohne ihn retten. Los, 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 geh mal, dahin, ja, dahin. Geht, geht, komm. Komm schon, Niemann, komm, langsam. Schon gut, ich komme, ja. Oh, es ist wunderschön, nicht wahr? Wir sind tief unter Wasser. Es ist wunderschön, nicht wahr? Ja, aber trotzdem unheimlich. Oh, Niemann, hast du es gesehen? Dort nein, gerade eben. Nee, ich weiß nicht, ey. Ich glaube, ich habe mir da etwas eingebildet, glaube ich, oder so. Oh, das ist schlecht, ey. Oh. Hörst du das? Ja. Das Labor ist mit einem automatischen Sauerstoffsystem ausgestattet. Der Zugang zum Sauerstoff wird eingeschränkt. Das System soll sofort neu gestartet werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb wiederherzustellen. Ja. Was sollen wir jetzt tun, Niemann? Wir müssen uns aufteilen und einen Weg nach draußen suchen. Ja, Niemann. Hast du dein Walkie-Talkie dabei? Ja, ja, ich hab's dabei. Ja, also werden wir uns aufteilen und uns melden, wenn wir etwas brauchen. Ja, ja, ja. So machen wir. Nein, nein, ich nehme die Waffe mit. Ja, komm schon. Nein, ich nehme sie. Nein, gib's her. Ich nehme sie. Nein, ich nehme das. Okay, nimm. Aber wenn mir etwas passiert, dann hilfst ja, du mir. Ja, komm schon, wir teilen uns auf. Oh, warum heult die Sirene, Mann? Ich verstehe nicht. Oh, mir ist eine Flosse gewachsen. Diese Mutter hat die Fallen aufgestellt. Ich glaube das nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, ich verwandle mich nicht auch in einen Mutanten. Stas, ey, hörst du mich? Du weißt, dass es hier Fallen gibt und ich verwandle mich in einen Fisch. Wir müssen etwas tun, so schnell wie möglich. Auf geht's, komm, Stas, ey. Oh mein Gott! Was ist das für ein Leute? Was ist das? Oh! Niemand ruft mich an! Niemand! Niemand, kannst du mich hören? Ich kann nicht hören, Leute! Also gut, okay. Wie schön das ist! Oh! Oh! Was ist mit meinem Arm passiert? Was ist das? Oh mein Gott! Was ist das? Ich muss es zerreißen. Oh, was ist mit meinen Händen passiert? Freunde, ich sehe wie eine echte Krabbe aus SpongeBob oder so. Oh mein Gott, aber es ist ziemlich cool. Ich kann die Sachen einfach schneiden. Hopp, schaut mal. Freunde, was macht der Dreizack von Poseidon hier? Und dieser Propeller auch so. Ich glaube, es ergibt einen Sinn. Jemand hat sich hier versteckt und den Luftschacht blockiert, um die frische Luft rauszuhalten. Und wir haben uns alle Mutanten verwandt. Ich werde ihn rausziehen. Ich hab's geschafft. Los geht's. Ja, Leute, es funktioniert. Und jetzt kriegen wir Sauerstoff, frische Luft und wir werden überleben. Und jetzt, wo wir Sauerstoff bekommen, haben wir etwas Zeit gewonnen. Interessant, woher ist denn dieses Dreizack hier? Obwohl, das macht doch Sinn, denn wir sind unter Wasser und Poseidon ist der Gott des Meeres. Wie auch immer, ich muss jetzt weitermachen, Freunde. Oh, hier ist ein echter Bildschirm. Das ist eben deaktiviert, Leute. Seht ihr? Es ist bei 11 Grad stehen geblieben. Und das ist nicht richtig. Ich muss etwas tun. Oh, hier ist es, Freunde. Ich versuche, das Ding nach links und rechts zu drehen und es auf eine normale Temperatur zu bringen. Und dann wird es vielleicht besser. Ja. Oh, das klappt einfach nicht, Freunde. Ich habe diese Schere anstatt Hände. Und ich krieg's nicht zu fassen. Was soll ich jetzt machen? Krabs, Papa, Stas, komm endlich, denk nach. Ich hab's, Freunde. Ich muss hier jetzt eine Schere hinlegen und die andere hier und dann das Ganze drehen. So, es geht doch. Ja. Oh, ja, es geht. Die Temperatur ist auf 20 Grad angestiegen. Ja, es funktioniert. Ich muss die Mod finden und gute Nachrichten übergeben.
Stas, bist du das? Ja, ich bin Simon. Was machst du denn hier? Warum siehst du aus wie eine Krabbe, ey? Wie ein Mr. Krabbe? Das sagst du mir? Hast du dich mal gesehen? Du siehst wie ein Babyshark aus. Ey, das ist nicht lustig. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ja, ich sag's dir, du bist ein Babyshark, Alter. Hör auf. Okay, geh mir nach euch suchen. Los geht's. Wasser. Oh mein Gott. Was ist das? Was passiert, Simon? Das ist nicht lustig. Wir sitzen in der Klemme. Wir werden hier alle ertrinken. Ertrinken wir, Simon? Wir müssen ran. Schnell, rennen. Schneller, komm. Komm, beweg dich. Lauf. Komm, sonst ertrinken wir. Was nervt. Oh, Odyssee, was ist mit dir passiert? Oh, Leute, was ist denn hier los? Was machst du in diesem Zimmer? Und warum siehst du so wie eine Meerjungfrau aus? Soweit ich mich erinnere, sind alle Meerjungfrauen schön. Nicht so wie er. Okay, wir sind Meerjungfrauen aus einer höheren Schicht, aber er sieht aus wie Landstreicher. Ey, das ist nicht nett, Mann. Ach, wie auch immer, Odyssee, erkläre uns, wie du dich in eine Meerjungfrau verwandelt hast. Und was ist das überhaupt für ein Raum hier? Ich wurde von irgendwelchen Monstern gefangen und geimpft. Und jetzt habe ich mich in Meerjungfrau verwandelt, Leute. Wir müssen also etwas tun, um wieder wie normale Menschen zu werden, Jungs, ey. Lass uns mal sehen, ob wir in diesem Raum etwas finden können. Ist das okay? Ja? Ja, ich bin einverstanden. Auf geht's. Wie soll ich denn jetzt suchen, Leute? Was ist das, Freunde? Seht her, das war auch einmal ein Mensch. Und jetzt ist das hier. Furchterregende und komische Kreaturen, Freunde. Für sie alles vorbei. Ja, das sind furchterregende und komische Kreaturen. Ich hoffe, ihr schafft's. Odyssee, was ist denn das hier? Dieses Gerät-Dämon kann dich in jede beliebige Kreatur verwandeln, wie du willst. Ha, wenn dieses Gerät dich in jede beliebige Kreatur verwandeln kann, dann kannst du dein Mensch wieder sein. Ich glaub schon. Großartig, du sollst dich hineinkriegen und es ausprobieren. Wir wissen nur nicht, wie man es benutzt. Ich weiß auch nicht, Kumpel. Komm schon, Gerät okay. Hier hinein. Komm schon. Odyssee, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Es ist an der Zeit, dich zurück in einen Menschen zu verwandeln. Also, welchen Knopf sollen wir drücken? Den roten oder den blauen? Natürlich den roten, Niemand. Ja, ich glaube, rot ist die Farbe, die gefasst hast. Nein, rot ist gut. Du verwechselst das, Freunde. Bedeutet rot normalerweise etwas Gutes, stimmt? Ich würde den blauen wählen, Mann. Ja, du redest ganz schön viel, Niemand. Oh, Freunde, ich hoffe, dass es mir dann wieder gut gehen wird. Ich hoffe, ich werde es überleben. Odyssee, mach dir keine Sorgen. Du wirst sicher wieder ein Mensch werden. Mal sehen. Was ist mit dir passiert? Oh, Stas, ich glaube, wir haben es doch schlimmer gemacht. Seid ihr wahnsinnig? Was habt ihr mit mir gemacht? Odyssee, mach dir keine Sorgen. Wir lieben dich trotzdem. Egal, ob du eine Meerjungfrau bist oder nicht. Du kannst in unserem Pool leben. Seid ihr blöd oder was? Ich will einfach Odyssee sein. Also gut, wir haben noch einen Knopf. Lass uns ihn mal aus. Krieg hinein. Komm schon. Hier, nimm das. Nee, krieg hinein. Ich hoffe, Odyssee, dass es dir helfen wird. Das hoffe ich auch. Ich glaube, er verwandelt sich in ein Ei. Los geht's. Lass uns mal schauen. Odyssee, du bist wieder normal. Er ist wieder ein Mensch. Es hat geklappt, Freunde. Ich hab doch gesagt, dass ihr den blauen Knopf sehen soll. Ja, Leute, ich fühle mich gerade sehr gut. Toll. Und jetzt lass mich hineinkriegen, um diese Flosse verschwinden zu lassen. Einverstanden, los geht's. Ja, komm rein, komm schon. Ich drück den blauen Knopf. Los, komm schon. Niemand! Was hast du denn da für ein Paar? Ja, und gib mir 5. Obwohl. Und jetzt du, komm. Ja, jetzt werde ich es versuchen, Freunde. Ich bin jetzt dran. Ich werde auch ein Mensch. Ja, komm schon, krieg hinein. Simon, ich bin bereit. Drücke den Knopf. Okay, ich drück schon. Los geht's. Oh, mein Name. Was war das? Es hat nicht geklappt, oder? Es hat geklappt. Aber wie ist das passiert? Ich kann nicht verstehen. Es hat nur halbwegs geklappt. Ja, irgendwie so. Ein Arm ist wieder normal, aber was mit den anderen? Nein. Ich glaube, das Gerät ist kaputt oder die Batterie ist leer. Jetzt hast du noch eine Schere. Woher hast du dich über mich lustig gemacht? Jetzt bin ich dran. Odyssee, das ist doch kein Scherz. Man darf darüber nicht lachen. Wir müssen von hier verschwinden. Habt ihr das verstanden? Oh ja, du hast recht. Und was sollen wir jetzt tun? Leute, macht dir keine Sorgen. Wir müssen die Batterien finden und dieses Gerät reparieren. Los, komm, versuch. Ja, du hast recht. Komm, sucht. Wer ist denn das? Es ist halb Mensch, halb Delfin. Was hat er gesagt? Ja. Sei still. Ich höre zu. Ich hab verstanden, Freunde. Wie kannst du den verstehen? Ich weiß, warum ich verstehe, Freunde. Ich verstehe ihn, weil ich noch eine halbe Krabbe bin. Ja, das ergibt Sinn. Du bist eine halbe Krabbe. Jetzt übersetzt es für uns. Beruhigt euch, Leute. Ich werde selber reden. Was?
Leute, ich habe alles verstanden, was er gesagt hat. Also, Freunde, dieser Delfin hat mir erzählt, dass auch er einmal ein Mensch war. Und nach den Injektionen, die man ihm gegeben hat, ist er plötzlich so geworden. Halb Mensch und halb Delfin. Und er hat auch gesagt, dass dieses ganze Unterwasserlabor sehr gefährlich ist. Hier gibt es noch mehr Mutanten. Wir müssen uns beeilen, hier rauskommen und dieses blöde Labor in die Luft jagen, um die ganze Menschheit zu retten. Justus, aber du musst ihn fragen, wie wir aus diesem Labor rauskommen sollen. Okay, 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 Leute. Oh, ja. Ja, ja, ich hab's. Also, was er uns jetzt gesagt hat, ist folgendes. Freunde, der Delfinmann hat mir gesagt, dass es hier irgendwo ein U-Boot gibt und wir sollten es auf jeden Fall benutzen. Aber um es zu finden, müssen wir ihm etwa helfen. Und er wird uns helfen, hier rauszukommen. Ja! Also gut, Delfinmann, komm schon, hilf uns hier rauskommen. Ja, lass uns gehen. Komm schon, komm schon. Geh mal, komm, ja, komm. Da, schneller, schneller. Ja, komm, raus. Leute, der Delfinmann hat uns gerade gesagt, dass er nicht mitkommen wird. Er kann nicht gehen, weil er mutiert ist und kein normales Leben führen kann. Aber er wird uns helfen, hier rauszukommen. Und wir werden rauskommen. Und ihm vielmals danken. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, Delfinmann. Komm, lass uns endlich umarmen. Die Tür geht auf, Leute. Die Tür geht auf. Wir gehen, komm, Leute. Jetzt, komm. Na, komm schon, tschüss. Auf Wiedersehen, Delfinmann. Ah. Oh, Leute, wo sind wir jetzt? Was ist das denn hier? Ich glaube, diese Raketen müssen da rein. Warum denn so? Ich glaube, wir müssen die Raketen nach vorne treten und jede Farbe, die markiert ist, dort hineinstecken, damit das Labor explodiert. Ja, das hat der Delfin auch gesagt. Oh, was ist denn da drüben? Ich glaube, das ist unser U-Boot. Oh ja, richtig, richtig. Was machen wir jetzt, Simon? Schau mal, Stas, wir müssen die Raketen nehmen und sie dort hineinbringen. Genau hier. Ich glaube, okay, das ist ein Boot. Sie kriegt hinein, komm. Ja, gleich, gleich. Oh, gut, Freunde, ich bin bereit, die Raketen an ihren Platz zu bringen. Also bringen wir sie da hoch und jetzt weiterschieben. Ah, schon gut, schon gut. Also, pass auf, Leute, pass auf. Steck ihn rein, steck ihn rein. Vorsichtig, vorsichtig. Komm, komm, komm. Ja, komm, noch ein bisschen. Stas, komm, ich geb dir einen kleinen Schubs. Komm, komm. Oh, ja, es hat geklappt, yo. Bravo, Leute, und jetzt bitte die zweite Rakete. Ja. Komm, ja, gut gemacht. Bravo, hast du geschafft, ja. Super, Leute, okay, lass uns weitermachen. Ja, jetzt haben wir alles geschafft und die Rakete ist drinne. Leute, schaut mal, was ich hier drin gefunden habe. Oh mein Gott, was ist das denn? Und Leute, die Monster sind hinter uns her. Das sind ja die Monster, die mich gefangen haben. Und so wie ich das sehe, Jungs, sind sie hinter uns her. Schaut mal. Wir müssen sofort von hier wegrennen. Oh Mann, seht mal, wie furchterregend das aussieht, Leute. Oh Leute, so Mann, das ist wirklich eklig. In 2 Minuten fliegt das Labor in die Luft. Leute, wir müssen schnell in das U-Boot reinsteigen. Geh schnell rein. Oh Leute, ich habe eine schlechte Nachricht. Mann, es gibt nur Platz für 2 Personen. Nein, Leute, was sollen wir jetzt endlich machen? Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen schnell etwas einfallen lassen. Was sollen wir denn nur tun? Also, ich weiß nicht, was ihr machen sollt. Ich steige ein, ich bin der Glückste und ich muss die Menschen retten. Ihr müsst es selbst entscheiden. Tschüss. Stas, ich glaube, du sollst gehen. Komm schon, Stas. Nein, Bruder, du sollst gehen. Du bist mein kleiner Bruder. Du sollst in das Boot steigen. Und du hast noch das ganze Leben vor dir. Ich bin sowieso eine halbe Krabbe. Ich habe keine Zukunft. Geh. Wir sind spät dran, komm mal. Mach's gut, geht schneller. Und ich bleibe hier und ich werde alleine sterben. Tschüss, das, wir werden dich vermissen. Du bist der beste Bruder der Welt und du bleibst für immer in unseren Herzen. Mach's gut, wir werden uns nie wieder mehr sehen, ich liebe dich. Mach's gut. Leute, wir sehen uns im Paradies. Freunde, nur noch 1 Minute und dann wird es explodieren und alle hier töten. Ich muss lange nachdenken und sehen, ob es doch überhaupt Hoffnung gibt. Ich werde noch nachsehen. Hier ist nichts. Was ist hier? Oh, eine Art Medizin oder so. Was ist das? Das ist, glaube ich, gar nichts. Auch nichts. Weg damit. Oh, und hier ist eine grüne, gewerbte Flüssigkeit. Ich habe nichts zu verlieren, Freunde. Ich werde es einfach trinken. Vielleicht klappt's. Hat's geklappt? Nein, es hat nicht geklappt. Oh nein, Freunde, die Ungeheuer kommen. Oh,
die Schere ist, meine Freunde. Mein Name ist wieder mal. Ja, ich muss noch etwas mir einfallen lassen. Was ist das? Was ist hier? Hier vielleicht? Oh, ein Tauchanzug. Der könnte mir nützlich sein. Was ist das hier? Noch ein Tauchgerät. Ja, damit könnte ich unter Wasser atmen. Ja, das könnte ich auch gebrauchen. Oh, was ist das? Eine Unterwassermaske. Meine Freunde. Und damit kann ich, ich glaube, unter Wasser sehen. Da kommen die, was soll ich jetzt tun, Freunde? Ich kann es schaffen! Frische Luft! Endlich! Warte, warte! Endlich mal! Oh mein Gott, wir sind gerettet! Interessant, wie ist das jetzt geht? Er ist im Meer und ich glaube nicht, dass wir ihn jemals wiedersehen werden! Nein! Nein, danke, Komm her! Du bist gerettet! Ja, Mann! Oh, Leute, das ist doch nicht zu fassen! Stas, wie hast du das überlebt? Zeig es uns! Leute! Das ist eine lange Geschichte! Aber irgendwie hat Papa Stas das geschafft, Alter! Ja! Wir haben die Menschheit gerettet! So, Freunde, das war unser Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like! Abonniert den Kanal! Und bis...